Hallo, Herr Nitsch. Hallo? Hallo, Herr Nitsch, hören Sie uns? Ich höre Sie. Sie wären jetzt dran mit Ihrer Frage. Hallo? Ja, meine Frage. Guten Tag an die Runde. Ja, ich höre Sie. Guten Tag an die Runde. Ich habe Sie vielleicht noch Ihren Fernseher oder Ihr Radio an. Geht an den Herrn von Cicero. Und ich möchte ihn fragen, was er von der Ansicht hält, dass wir dadurch, dass wir keine direkte Demokratie, sondern eine repräsentative Demokratie haben und bei den drei größten Entscheidungen in der Vergangenheit, D-Mark, Abschaffung, Griechenlandhilfe und Grenzöffnung, nicht repräsentativ gehandelt worden ist nach dem Willen der Bevölkerung, sondern... Herr Nitsch, ja. Herr Schwenninger hat die Frage, ja, obwohl Herr Nitsch, Sie sind leider weg, Herr Schwenninger antwortet trotzdem. Ja, ist alles angekommen. Auch auf die Gefahr hin, Sie jetzt vielleicht zu enttäuschen, ich bin kein Verfechter einer Ausweitung der direkten Demokratie, gebe Ihnen aber in einem Punkt recht, es sind große Entscheidungen getroffen worden, beispielsweise die Flüchtlingsfrage 2015, die im Parlament nicht mal diskutiert oder entschieden wurde. Das war, glaube ich, politisch ein ganz, ganz großer Fehler. Ich sage Ihnen auch gerne dazu, warum ich bei direkter Demokratie, jedenfalls in einem Gemeinwesen unserer Größe, Vorbehalte habe. Ich glaube, dass die Möglichkeit zu manipulieren, also auf Deutsch gesagt mit sehr, sehr viel Geld einschlägige Ergebnisse herbeizuführen, noch größer sind als hier in der repräsentativen Demokratie, wo auch Lobbyismus eine Rolle spielt, aber nicht so unmittelbar eine Entscheidung beeinflussen kann. Gut, das war die Antwort an Herrn Nitsch. Ich hoffe, er hat sie trotzdem noch über Fernsehen oder Hörfunk mitbekommen.